Dann schönen guten Morgen zu meinem Vortrag. Ich will uns erzählen über die Career 1, wie die Career 1 entstanden ist, entwickelt wurde, was mit der Firma Career passierte, was danach passierte. Kurz ein bisschen was zu mir. Mein Name ist Wolfgang Stief, ich komme aus Bayern, aus München, wie man hört, oder eigentlich ein bisschen südlicher von München noch. Habe irgendwann mal Elektriker gelernt, dann ein Ingenieurstudium hinterhergelegt. Bin mittlerweile seit etlichen Jahren freiberuflich tätig für eine Firma Sys4 AG. Wir machen so mit Open Source und E-Mail-Zeug eigentlich gar nichts mit Hardware, aber wie man so reinrutscht. Und ich bin vor allem schon relativ lange mittlerweile tätig im Computermuseum München. Bin dort so der Mann fürs Grobe, alles was irgendwie halt mit großen Geräten, großem Strom und so weiter zu tun hat. Bin nicht der Einzige dort, der mit den großen Sachen rumtut. Wer mehr wissen will, habe so URLs draufgeschrieben, Mailadresse draufgeschrieben, ich bin auf Twitter recht aktiv, auch mit so Altcomputer-Sachen. Ich habe dann später noch einen Link, die Präsentation wird erstens gestreamt, zweitens geht es irgendwie danach dann wahrscheinlich gleich auf media.ccc.de, nehme ich an. Ne? Und ich habe es dann auch noch auf SpeakerDeck als PDFs legen. Worum geht es in dem Ganzen? Diese ganze Vortragsreihe von mir, das ist so ein bisschen Work in Progress, nenne ich das. Es ist der dritte Vortrag aus dieser Reihe. Ich habe irgendwann ein Buch gelesen über Seymour Cray und wie der so mit der Computerei angefangen hat. Dann habe ich gedacht, Mensch, das ist so ein tolles Thema, da könnte man anfangen, darüber Vorträge zu halten. Und habe dann, das ist eben der dritte, der erste ging so, wie Seymour Cray in diese ganze Branche reinkam. Der zweite war dann so die Entwicklung von der Control Data 6000 Serie. Und jetzt sind wir eben dann bei der Gründung von Cray Research und der Entwicklung der Cray 1. Die Vorträge sind eben alle hier zu finden, einmal als PDF auf dem Speaker Deck oder eben dann als Aufzeichnung aus den früheren VCFBs hier in Berlin. Das war also letztes Jahr und vorletztes Jahr. Worum soll es heute gehen? Ich habe es schon erwähnt, die Gründung von Cray Research ungefähr in dem Zeitraum, also gegründet wurde Cray Research 1972 und es geht ungefähr so eben um die ersten 4 Jahre circa und in der Zeit wurde im Wesentlichen die Cray 1 entwickelt, gebaut und dann eben auch verkauft in Stückzahlen. Dank an der Stelle an das Team vom Computermuseum München, wo wir etliche Diskussionen hatten und die mir auch mit Anekdoten weitergeholfen haben, kommen wir später noch drauf, worum es genau geht, und an die Control Freaks Mailingliste, das ist eine Mailingliste, die ist relativ geschlossen, musst du so ein bisschen Kontakte haben hin, wo sich Leute austauschen, die in irgendeiner Form meistens mit Control Data zu tun hatten. Da sind aber auch dann bedingt die Sache eine ganze Reihe Leute dabei, die im Cray-Umfeld oder zur Cray-Gründung zumindest mit dabei waren. Ihr könnt es wegpacken, das Zeug, das ist meins. Kurzer Abriss zu meinen beiden vorherigen Vorträgen, letztes und vorletztes Jahr, was bisher geschah. Das Ganze geht los nach dem Zweiten Weltkrieg oder eigentlich schon im Zweiten Weltkrieg gibt es eine Einheit CSOR bei der US Navy, die auch zum Codeknacken ins Leben gerufen wurde. Und die Leute dachten sich dann so mit Kriegsende, eigentlich war das eine coole Zeit, coole Technologie, wir würden das ganz gerne weitermachen und damit unseren Lebensunterhalt verdienen. Also nicht mehr in der Army, sondern in der Privatwirtschaft, Zivilwirtschaft. Haben dann daraus eine Firma ERA gegründet, in Engineering Research Associates, sind sie das ausgeschrieben. Hat dann so ne, Remington Rand, Gates Berry Rand und wird dann irgendwann mit zu Control Data, nein, nicht die Firma wird zu Control Data, sondern die gründen sich aus. Also irgendwie so in dem Zeitpunkt 51 bis 54, 55 ist so, wird die Unzufriedenheit immer größer, weil man wird immer kommerzieller und eigentlich wollen die Leute ja so Engineers, die wollen halt richtig so Ingenieursarbeit tun und gründen dann eben Control Data. Ein Seymour Cray kommt 51 zu dem ganzen Laden, der fängt eigentlich an bei einer Firma ERA, die wird dann gerade noch hier so aufgekauft von Remington Rand, er fängt noch an kurz vor dem Aufkauf, stellt sich relativ schnell raus, dass Cray sowohl die mathematische Theorie von Logikschaltungen gut drauf hat, als auch das Zeug in Elektronik umsetzen kann. Und das hat man relativ schnell erkannt und denen eben auch in diese Bereiche eingesetzt. CDC gegründet, Herbst 57. Die Idee war oder der Plan war, 600.000 US-Dollar zusammenzukratzen zu der damaligen Zeit, was nicht ganz einfach war, weil halt kein Mensch wusste, was eigentlich Computer sind, was man damit machen soll, wo da das Geschäftsmodell liegt. Haben dann einen Haufen Bekannte, Verwandte überzeugt, zum Teil aus dem Auto raus Aktienanteile verkauft, ganz früh. Und kommen dann in der Tat zur Gründung auf die doppelte Menge, die sie haben wollten, 1,2 Millionen US-Dollar. Und konnten damit anfangen mit der Entwicklung von Hardware.
Das erste Gerät ist diese CDC Little Character. So heißt die Maschine, sollte eigentlich nur eine Testmaschine sein, weil man hat bis dahin Rechner immer nur mit Röhren gebaut und CDC hat von Anfang an angefangen mit Transistoren zu bauen. Und damit man so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt, wie funktioniert das, kann man das überhaupt in dem Stil bauen, hat man eben diesen Little Character gebaut, der allerdings auch tatsächlich relativ kommerziell erfolgreich wurde. Also der wurde auch in Stückzahlen verkauft, was natürlich dann auch Geld reinbringt. Und so der bekannteste, größte Rechner von denen ist die 1604, 1959, was damals als die schnellste Maschine der Welt galt und eben auch als Transistormaschine. So, der zweite Teil, das ist jetzt die Entwicklung von der Condor Data 6000 Serie. Jetzt sind wir schon bei Condor Data selbst, das geht ja so 59 circa los, die Entwicklung. Auch das ist wieder auf Transistorenbasis, allerdings bis dahin hatte man, ich meine, Gallium-Transistoren und jetzt sind Silizium-Transistoren. Die waren nicht mehr ganz neu, aber insofern neu, dass die schnellere Schaltzeiten ermöglichten. Die waren so ein bisschen vom Militär schon in Einsatz, aber noch nicht so wirklich in der Computerbauerei. Das war also so das Novum. Und ein zweites Novum damals war, dass Computer flüssig gekühlt wurden. Das hat man bis dahin auch nicht gemacht. Das glückliche Fügung des Schicksals sozusagen, dass Condor Data einen Ingenieur anstellte für den Zweck, der vorher Klimaanlagen gebaut hat. Und der hat dann quasi dieses Klimaanlagenwissen auf Computerkühlung umgesetzt. Die 6600 war eine sehr erfolgreiche Maschine, gab es in verschiedenen Ausprägungen, galt auch zu der Zeit als die schnellste Maschine der Welt, wurde gut verkauft. Die Weiterentwicklung, die 7600, war relativ großer Aufwand in der Entwicklung, allerdings nur recht marginaler Leistungssprung. Also die war gerade mal so vierfach schneller ungefähr und dafür wollten die allerwenigsten, die sich die teure 6600 schon gekauft haben, wollten also ungern ein paar Jahre später nochmal 8 Millionen Dollar für nur die vierfache Leistungssteigerung ausgeben. Das war halt irgendwie keine Relation zum Preis, deswegen war die nicht sehr erfolgreich, die Maschine. Ein bisschen was wurde verkauft, aber nicht so die große Menge. Trotz allem war CDC sehr erfolgreich, der Aktienkurs ist deutlich gestiegen, sieht man hier von einem US-Dollar auf 300 US-Dollar in gerade mal, was sind das, 7 Jahre. Ordentlicher Anstieg. Es gab zu der Zeit bei Condor Data, da komme ich später noch ein bisschen drauf, eine Klage, und zwar hat Condor Data die IBM verklagt. Das war damals auch ein Novum, weil man eine IBM nicht verklagt hat. Die waren einfach so groß und mächtig, die haben mit einem Heer an Anwälten auf einen geworfen, dass man irgendwie mit dem Papierkram nicht mehr fertig wurde und damit quasi zugrunde ging, nur um diesen Anwälten Herr zu werden. Trotzdem hat CDC gewagt mit dem Vorwurf, dass IBM Maschinen erfunden hat oder Maschinen angeboten hat, angepriesen hat, die weit weg davon waren, überhaupt am Marktreife zu haben. Und so Condor Data das Geschäft abgegraben haben, weil natürlich die ganze Welt wartet, bis IBM diese Maschine endlich rausbringt und dann erst kauft. Und so hat eben CDC gemeint, wäre geschäftsschädigend. Und sie haben zugleich so in der Zeit sich auch verlagert, die Geschäftstätigkeit weniger in Hardwarebau und mehr in Richtung Service. Das sehen wir heute bei IBM, die machen das seit ein paar Jahren, versuchen die das, und auch HPE zum Beispiel, HPE Enterprise versucht das Gleiche. Dass die einfach sagen, so im Hardware-Geschäft, da verdient man kein Geld mehr, das ist irgendwie zunehmend unwichtig, wir verstärken uns auf Service-Dienstleistung. Und das macht auch Condor Data. Trotzdem wird Hardware entwickelt, ein Simulacra ist immer noch bei Condor Data. Sie entwickeln die 8600, das quasi dritte Modell, Nachfolgemodell, mit sehr ambitionierten Zielen. Also das soll 8 Nanosekunden Zykluszeit haben. Es soll eine Vierfach-CPU sein, eine Quad-CPU, diskret aufgebaut aus einzelnen Silizium-Transistoren. Und man hat dann schnell gemerkt, dass also die Zuverlässigkeit das große Problem ist. Es sind sehr, sehr viele Lötstellen, das sind Module, die sind sehr eng gepackt, sehr, sehr schwer. Also die ganze Maschine wiegt halt irgendwie ein paar Tonnen und dadurch, dass es eng gepackt ist, ist auch die Wärmeentwicklung hoch und das mit diesen vielen Lötstellen führt dann dazu, dass eben einfach Lötstellen wieder aufweichen, sehr unzuverlässig funktionieren. Und das hat dann eben am Ende dazu geführt, dass die Entwicklung eingestellt wurde. Cray hat es irgendwann erkannt, dass das so nicht funktionieren kann, ging dann eben zu seinem CEO, zum Chef Norris, Bill Norris heißt er, meint er so, das sei eben grundlegend falsch, die Idee, wie sie da jetzt weitermachen, sie müssten das komplett von vorne anfangen, einmal komplett neu überdenken.
Ist aber nicht möglich, meint ein Herr Norris. Sie haben parallel noch eine Entwicklung der Star 100 laufen. Das ist der erste, oder nicht der erste, aber das ist eine Vektor-CPU, Vektormaschine. Die Entwicklung ist sehr teuer und zwei Projekte parallel kann sich CDC nicht leisten zu der Zeit. Also bitten Sie Cray, warte doch noch irgendwie, ne, halt den Ball flach, mach mal irgendwie eine ja, Pause so. Wollte die aber nicht. Der hat sich Bedenkzeit ausgeboten, berät sich dann in seinem Chip over Falls Lab mit seinen Vertrauten, mit ein paar Leuten, die nicht mehr bei CDC sind. Da sind aber inzwischen noch ein paar Ingenieure, wichtige Ingenieure rausmarschiert. Und sie beschließen, wir könnten Geld zusammenkratzen, müsste ausreichen und lass uns eine eigene Firma machen daraus. Das wird dann eben Cray Research irgendwann. Zu der Bildung eurer Startkapital, ein guter Teil davon kommt von Cray selbst. Das Entwicklerteam ist handverlesen, es sind nur einige wenige Leute und die haben alle auch noch weniger Geld. Aber sie haben so viel Spaß an der Arbeit, an dieser neuen Technologie, an dem Kram weiterzuarbeiten, dass sie sagen, okay, machen wir mit. Und dann gibt es ein Memo, heute würde man wahrscheinlich eine E-Mail schreiben, ein Memo von einem Herrn Cray an eben diesen Norris, wo er sagt so, ach, das ist gescheitert, unlösbare Probleme, wir hören auf damit und wir machen eine eigene Firma, Cray Research. Er nimmt 6 Mitarbeiter mit und legt dann eben 72 los mit der Firma. CDC lässt ihn ziehen. Das finde ich ein tolles Zitat. Der sagt so, ne, dieser eine Mitarbeiter, der was anderes haben will oder was anderes tun will, der hat nur ein Leben, das soll er nur machen. Und wir als Firma können dann immer wieder von vorne anfangen, zumindest zum Teil. Investiert sogar noch in Cray Research. Damals glaubt kein Mensch, dass es jemals irgendwie ein großer Konkurrent werden will, sondern die bauen halt irgendwie so exotische Supercomputer, verkaufen davon 5-6 Stück. Was soll uns das irgendwie groß kümmern? Und sie fangen dann eben an, 72 in dem ersten Büro, gute 80 Quadratmeter, das ist so eine 3-Zimmer-Wohnung mit 6 Leuten, wird schon kuschelig. Aber funktioniert sicherlich, wenn man muss. Da gibt es sicherlich eine ganze Menge Startups, die ähnlich angefangen haben. So, hat man eine Strategie? Klar hat man eine Strategie, so irgendwie. Aber halt nicht so richtig. Man will irgendwie Computer bauen, schnelle Computer bauen. Das ist so die einzige Strategie, die man hat. Ist ein bisschen schwierig, weil natürlich der ganze Markt nicht wirklich erforscht ist. Ja, kein Mensch weiß so richtig, wo braucht man diese Computer, wer würde die kaufen. Es gibt doch keine wirkliche Industrie dazu. Was klar ist, Highspeed darf Geld kosten. Das war damals schon so, das ist heute noch so. Wenn man nicht was Schnelles haben will, dann ist man auch bereit, dafür Geld auszugeben. Das ist früher wie heute, ist das Militär meistens vorne mit dabei bei solchen Sachen. Also militärische Forschung ist durchaus bereit, Geld auszugeben dafür. Aber das war eben damals noch nicht so klar, dass man das so weiß, dass man das wusste, dass das so deutlich wurde. Und ganz wichtiger Entwicklungsparadigma bei Cray war immer, wir machen Evolution statt Revolution. Es soll immer nur in kleinen Schritten gehen, wir bauen auf Dingen auf, die man kennt, von denen man weiß, wie sie funktionieren. Und wenn wir irgendwas Neues reinbringen, dann testen wir das vorher irgendwie ausgiebig aus, bevor wir das in die große High-End-Kiste mit reinbauen. Dann fangen sie an, die Cray 1 zu entwickeln. Ein paar Designziele, also ganz klar, ich habe schon erwähnt, aus der Entwicklung dieser Contodata-Maschine der letzten, die Cray gebaut hat. Contodata gibt es dann noch ein paar Jahre länger, die haben noch ein paar mehr Maschinen gebaut. Also ein, was man auf jeden Fall gelernt hat, nicht zu viele Lötstellen. Es waren viel zu viele Lötstellen. Wir können die CPU nicht diskret erfahren aus einzelnen Transistoren, wir müssen auf integrierte Schaltkreise gehen. ICs gab es damals schon ein paar Jahre so. Sind auf jeden Fall kleiner, brauchen weniger Leistung, trotzdem noch eine ganze Menge, werden wir nachher noch sehen. Und sie haben auch, weil sie kleiner sind, kürzere Signallaufzeiten. Das heißt, man kann das ganze Gebilde unter Umständen schneller bauen. Das war ja immer so das Ziel, man will schneller sein. Dann geht man zurück auf nur eine CPU. Man hat also auch gemerkt bei der 8.6, dass 4 CPUs ein sehr ambitioniertes Ziel war. Man hat dann Schwierigkeiten mit der Kommunikation oder mit der Synchronisation zwischen den CPUs, mit der Speicherbandbreite, mit dem Speicherzugriff und so weiter. Also sagt man, ja gut, machen wir erstmal nur eine CPU und die dafür ordentlich schnell. Allerdings auch nicht so schnell, wie es ursprünglich geplant war mit der 8.6. Man geht also wieder von 8 Nanosekunden ursprünglich geplant zurück auf 12,5 Nanosekunden und ist damit bei 80 Megahertz, was die Maschine hatte, als sie am Markt kam. Immerhin Mitte der 70er. Und eben dieses Dogma, nie ganz vorne mit dabei sein, sondern immer etwas abgehangenere Dinge, Dinge, die sich etabliert haben, die woanders schon gezeigt haben, dass sie funktionieren, dass sie auch stabil laufen. Parallel dazu braucht man natürlich Platz und für das Engineering
Sie sind ja, das war im zweiten Teil des Vortrags, ist Cray irgendwann mal von Condorcet weggezogen, von Minnesota, vom Hauptquartier, so ein bisschen weiter raus aufs Land, wo ihn niemand stört, wo man also damals noch eine Schaltung durch einen Operator brauchte, wenn man telefonieren wollte, weil der wollte einfach seine Ruhe haben und in Ruhe konstruieren können und nicht dauernd von irgendwelchen Marketing-, Sales-Leuten, vom Management gestört werden. Er bleibt dort in der Gegend, plant eben dieses berühmte Helilab, so hieß es dann, oder wird es einfach so bezeichnet. Ein Pat Dirk, das kennt er, der plant dann eben dieses ganze Ding. Sein eigenes Wohnhaus ist auch nur ein paar hundert Meter davon weg. Es gibt dann so eine Geschichte, wo mal jemand erklärt, wie man das findet. Ich glaube, ich gerne noch ein Foto dazu. Und die Planung und Bau ist fertig im September 1972. Dann ziehen wir eben um und mal im Vergleich, das CDC-Lab dort, das ist ein paar hundert Meter weiter weg, sehen wir gleich, das ist gut doppelt so groß wie das Cray-Lab. Also auch da sieht CDC keinen wirklichen Konkurrenten heranwachsen in dem Sinn. Jetzt habe ich hier mal ein Foto davon. Mal schauen, ob man das... Ja. Also das ist das Condorcet-Labor hier oben. Dieses Chip über Falls Lab, wo Condorcet die Sachen gebaut hat. Hier unten ist das Cray-Labor. Man sieht es auch schon, es ist deutlich kleiner. Irgendeins dieser Wohnhäuser, leider konnte mir noch keiner sagen, welches ist dann auch das Wohnhaus von Cray. Ich vermute, es ist da oben, das aber ganz sicher bin ich mir eben selber auch nicht. Genau, also hier ist ein bisschen schräge. Hier sieht man es nicht schön, weil es ein bisschen schräge Aufsicht ist. Deswegen wirken die beiden fast gleich groß. Sind aktuelle Fotos von Google Earth, gibt es ja so heute noch diese Gebäude. Zur Einordnung, wo das in den USA ist, Bundesstaat Wisconsin. Also das ist weder Silicon Valley noch hier New York, Boston in der Ecke, sondern irgendwie so mittendrin, wo diese Dinge von der Idee herkommen und gebaut wurden. Und dort dann auch späteres Cray Lab ist dann auch wieder in Chippewa Falls, das ist seine Heimatstadt, auch gebaut worden. Also die sind dann auch, sagen wir heute, auch der Gegend durchaus gut getan. Da war natürlich eine ganze Menge an wirtschaftlichem Wachstum durch in dieser Computerzeit. Was passiert bei Condorcet in der Zwischenzeit? Es gibt eben dieses Gerichtsverfahren von CDC gegen IBM. Und es wird tatsächlich zugunsten Condorcet entschieden. Die interessant ist, es ist das erste Verfahren der Geschichte, in dem in einem großen Stil auch Computer eingesetzt wurden. Das heißt, die haben eine riesengroße Menge an Schriftsätzen auf beiden Seiten und Condorcet hat dann diese ganzen Schriftsätze systematisch erfasst über Formulare, über Vordrucke. Und damit war es möglich, dass die quasi diese Schriftsätze auch maschinell durchsuchen konnten nach bestimmten Begriffen. Und das hat die anwaltliche Arbeit extrem viel vereinfacht und damit waren die eben auch in der Lage, dann schlussendlich bestimmte Vorgehensweisen von IBM, vom IBM Marketing und so weiter, vom IBM Sales dann nachzuweisen aufgrund dieser Schriftsätze, die man da untersuchen konnte. Ja, also man hat nachgewiesen, genau diese Sache mit diesen Phantommaschinen, was ich vorhin erzählt, dass man also irgendwelche sagt, von uns kommt demnächst eine tolle Maschine, wartet noch ein halbes Jahr und dann kriegt es das Schönste, Beste, Tollste. Das war so das eine Marketingversprechen, das man ihnen nachgewiesen hat. Und man hat ihnen auch nachgewiesen, dass IBM durchaus gewillt ist, Maschinen zu verkaufen, Hardware zu verkaufen, zu einem Preis, möglicherweise unterhalb des Herstellungspreises, einfach nur um den Konkurrenten vom Markt zu drücken. Was ja auch keine wirkliche erlaubte Praxis ist. Und aufgrund dessen ist dann eben tatsächlich IBM für schuldig gesprochen worden. Man einigt sich außergerichtlich auf 200 Millionen Euro in irgendeiner Form Ausgleichszahlung. Es ist nur ein Teil davon, ist Bargeld. Ein wesentlicher Brocken ist dieses IBM Service Büro. Und das ist eben genauso, das ist so eine Serviceeinheit, die im Grunde eine Consulting-Firma heutzutage macht, weil die so irgendwie im Auftrag Software schreibt, die IT-Services betreibt für Kunden, im Auftrag von Kunden. Und darauf war Condorcet eben sehr scharf, weil die wollten eben in diese Service-Ecke reinmarschieren, die wollten ihren Service aufbauen und so kriegt man im Grunde was Fertiges und muss nicht von vorne anfangen, diese ganze Sparte aufzubauen und kann einfach eine fertige Einheit mit den ganzen Strukturen, mit der Kommunikationsinfrastruktur, möglicherweise mit den Kunden, ist auch immer ganz wichtig, einfach so übernehmen. Ziel war eben, dass man eigene Rechner in eigenen Rechenzentren betrieben hat und das dann als Service verkauft, als Rechendienstleistung. Und ging wohl auch eine ganze Weile gut.
So, kommen wir wieder zurück zur Technik, zur Cray 1, die ja auch entwickelt wurde in der Zeit, so Anfang der 70er. Basiert auf ICs, habe ich schon erzählt. Es gibt nur relativ wenig IC-Typen, die in dem Ding verbaut sind, deren ganze vier. Man braucht irgendwelche Gates, um Logikschaltungen zu machen, ne? Irgendwie so Flipflops im Grunde. Man braucht Speicher, zum einen Register für die CPU und zum anderen eben der Hauptspeicher. Das waren die vier Typen an ICs, die gebaut wurden. Das sind keine Mikrocomputer, da sind wir noch weit weg davon. Das sind wirklich nur so ganz einfache integrierte Schaltkreise, wo man eben dann diesen Operationsverstärker nicht mehr mit Transistoren von Hand löten muss, sondern wo der einfach in so einem Package drin ist und man steuert dann irgendwie an und hinten kommt was raus. Hier sieht man mal so ein Foto von einem Board. Das ist ungefähr so DIN A5 Größe. Was so ein Board hat, es sind dann, steht hier auch irgendwo drauf, genau, zwei, also es sind zwei Boards, die sind so zusammenmontiert, dazwischen ist eine Kupferplatte wegen der Wärmeleitung, da kommen wir später noch drauf. Auf einem solchen Board sind maximal 144 ICs, nicht CPUs. Zwei von diesen Boards, als mit diesem Kupfer dazwischen, ist ein Modul und 500 Module formen die CPU, also ungefähr 1000 Boards. Man hat sehr viel mehr Module in dem ganzen Ding drin. Ich habe hier noch ein Foto davon. Der Rest ist Speicher. Das war halt immer so die, ist im Grunde auch heute noch so, wenn man mal schaut, wie quasi die CPU-Größe zu den Memory-Riegeln, die daneben dran stehen, das ist also ungefähr ein Drittel, zwei Drittel. Ja, damit kommt man dann eben auf eine stattliche Anzahl ICs und entsprechend viele Gates. In der Packungsdichte, das hat man ungefähr 20 Jahre später, also so Mitte der 90er dann, auf einem Chip. Also diese 288.000 Gatter, die man dann im Rechner baute. Nils? Waren die Module dann irgendwie standardisiert oder und wurden dann irgendwie gewired oder individuell angefertigt? Also die Frage für den Stream war, sind die Module standardisiert oder waren die standardisiert? Es war nicht so, dass das alles die gleichen Module waren, aber es gibt nur eine begrenzte Anzahl an verschiedenen Modultypen. Die dann genau in so einem, ich habe da noch Fotos nachher davon, die sind in ist so C-Form das ganze Ding und eine so Säule, das sind dann diese Module, diese Boards stecken da drin und hinten sind die dann verdrahtet auf der Rückseite. Man sieht hier ECL, MECL, ich will kurz einen Exkurs machen zu ECL an sich. Ich bin jetzt kein großer Schaltungstechniker, möglicherweise weiß das hier jemand viel besser als ich. Also im Grunde ist das ist so ein typischer ECL-Gatter, im Grunde ist es ein Differenzverstärker mit den beiden Transistoren hier. Der Witz dabei ist, ECL steht für Emitter Coupled Logic, das heißt, typischerweise kennt man TTL, Transistor Logic oder irgend sowas heißt das, glaube ich, auf 5-Volt-Basis, das ist so das ganz Übliche. ECL hat den Vorteil, dass aufgrund der Schaltung gehen diese Transistoren nicht in Sättigung. Das heißt, wenn man umschalten muss, wenn man das Bit quasi umschalten muss, ändern muss, dann muss der nicht erst aus der Sättigung rausgerissen und in die andere Sättigung reingedrückt werden, sondern man hat einen relativ kleinen Schaltabstand von, ich meine 0,6 Volt, wenn ich es richtig im Hinterkopf habe, und damit kann man sehr schnell zwischen den beiden Zuständen schalten. Das führt dann dazu, dass die schnellste Gatterverhalten von allen Logikfamilien hat, aber man hat eine hohe Verlustleistung, weil dadurch, dass diese Transistoren vorgespannt sind sozusagen, fließt halt auch in einem Nullzustand immer ein Strom durch. Führt dann dazu, man hat also ungefähr bei der Schaltung pro Gatter 25 Milliwatt und dann noch Emitterwiderstände, aber noch ein bisschen Verlustleistung. Jetzt kann man sich das hochrechnen, wenn man da diese knapp 300.000 Gatter hat, dann komme ich in der Maschine alleine auf 7,2 kW nur für diese ECL-Gatter, plus dann noch die Widerstände außenrum. Man braucht dann ein bisschen mehr im Netz, aber noch Verluste drin, im Wiring. Also das ist schon eine ganze Menge, was da an Strom reingeht. Sieht man später noch an den Netzteilen. So schaut ein Board aus. Das hat man vorhin schon kurz, also ungefähr DIN A5 Größe. Diese maximal 144 ICs drauf. Und jetzt ist die Frage, Nils, von dir. Also es gibt 113 Varianten von diesen Boards. Die hat dann irgendwie, ne, je nachdem, ob das jetzt, wo das in der CPU drin ist, welche Funktion das hat, natürlich Speicher schon wieder ganz anders aus. Oder auch CPU-Register. Und dazwischen eben, man sieht es dann hier so ein bisschen am Rand, hier schaut die Kupferplatte raus, links und rechts. Und damit wird es dann eingeschoben. Das sieht man jetzt hier so. Hier ist die Kupferplatte, die man da so reinschiebt. Das ist, ich meine, die Stromzufuhr hier. Und auf der Rückseite ist jetzt hier nicht mit zu sehen. Das
sagen wir das hier irgendwo, da hinten, ja. Da hinten wird die dann so eingesteckt, das ist quasi, das sind die Pins zur Kommunikation mit den Nachbarboards. Und so formt das ganze Ding dann irgendwann mal eine CPU und mit dem Speicher dann zusammen einen Rechner. In einem solchen Rack, wie man hier sieht, das ist so ein Rack, passen 72 Module, also 144 Boards. Und es gibt eben derer 24 Segmente, die so ein bisschen nicht nebeneinander angeordnet sind, sondern in so einem Kreis. Das ist im Grunde die Form, wenn man von oben anschaut, ist es C. Also hinten von der Rückseite ist noch ein bisschen offen, dass man eben auch hinten reinkommt an die Verkabelung. Ich weiß nicht, ob ich noch ein Verkabelungsbild habe, später könnte sein. Da noch was zu sagen? Nein. Die Fotos sind übrigens von der Cray 1 im Deutschen Museum in München. Da steht eine rum zum Anschauen und sogar anfassen. Da kommst du draufsetzen auf die Sitzbank. Die steht recht frei rum. Irgendwo muss die Wärme hin. Weil man hat natürlich hohe Packungsdichte. Diese ganzen ICs produzieren beim Schalten entsprechend Wärme. Man muss irgendwie schauen, dass man die Wärme wegkriegt. Jetzt hat er mitgenommen von Control Data diesen Dean Rush. Das ist genau dieser Klimaanlagen-Ingenieur, den ich vorher schon erwähnte. Der also auch schon die Kühlung gebaut hat für die 6000 und 7600. Und auch für die 86er, die er kalkuliert hat. Und der entwickelt auch die Kühlung jetzt für die Cray 1. Ist im Grunde der gleiche leitende Ingenieur, so würde man sagen. Trotzdem gibt es Verzögerungen. Man hat Schwierigkeiten mit der Leckage an Verbindungen. Man muss immer bei solchen Sachen aufpassen. Das sind dann meistens Metallrohre und dann ist irgendwie eine Flüssigkeit drin. Das ist meistens kein destilliertes Wasser, sondern da ist irgendwie so Chemie mit bei. Und dann gibt es natürlich an irgendwelchen, wo die gelötet sind, an Materialübergängen, hast du dann galvanische Reaktionen. Und dann irgendwie korrodiert das halt, wird dann irgendwie leck und so weiter. Das ist ein iterativer Prozess, bis man dann die passenden Materialien gefunden hat, die passende Verbindungstechnik gefunden hat, um dann eben das Ding dicht zu kriegen. Zieht jedenfalls die Entwicklung nach hinten raus, um ein halbes Jahr circa. Und dann fand ich noch ganz interessant oder witzig, in der Literatur ist die Rede von einem 40-Tonnen Refrigerant System. Jetzt denkt man sich so, Moment, das kann keine 40 Tonnen wiegen, das ist ein Unding. Wenn man dann nachliest, stellt man fest, eine Refrigeration Tonne, das ist tatsächlich ein definierter Wert, und zwar ist das der Hitzetransfer, den man hat, wenn man eine sogenannte Short-Ton-Eis schmilzt. Und eine Short-Ton-Eis sind 907 Kilogramm. Willkommen in den USA. Und zwar, was das abgibt bei, doch 0 Grad Celsius, stimmt schon, 32 Fahrenheit. Innerhalb 24 Stunden, also das ist ein bisschen komplizierter Wert. Am Ende stellt sich heraus, man kann es umrechnen, man hat ungefähr 140 Kilowatt Kühlleistung, das man braucht, um diese Cray 1 kühl zu halten. Was eine ganze Menge ist. 140 Kilowatt muss man erstmal irgendwie rauskühlen. So, wie funktioniert das? Ich hatte schon, das Foto kennt man schon. Hier in diesen, an dieser Seite, das sind Kältestangen drin, die im Grunde dieses Freon transportieren, dieses Wärmeleitmittel. Und über diese Kupferplatte, die da durch das ganze Ding durchgeht, wird dann eben die Wärme von den Boards von oben und unten abgeleitet in die Seitenteile rein. Und dort gibt es dann halt eine Pumpe irgendwie unten dran, die das Kühlmittel durchpumpt und dann irgendwann mal ein Kühlaggregat ist, dann dieses Kühlflüssigkeit gegen Wasser oder gegen Luft irgendwie wegkühlt. Und so hält man die Maschine kühl. Hier eine Anekdote. In München, das IPP, also Institut für Plasmaphysik, Max-Planck-Institut, hat eine Cray 1 bekommen. Die habe ich später noch ein bisschen was dabei, haben sich da groß Gedanken gemacht und so Benchmarks auch gefahren, ob es rentiert. Haben eine bekommen, dann wurde die aufgebaut und als dann der TÜV kam zur Abnahme, stellte der TÜV fest, dass die Kälteanlage ist nicht standardkonform nach deutschen Standards, die können wir so nicht betreiben, das dürfen wir nicht. Dann war guter Rat teuer. Man hatte Kontakte zu einer Firma Bavaria Kälte und Klimatechnik, hat dann die kurzfristig gefragt, ob die in der Lage wären, so ein Kühlsystem hinzustellen, 140 Kilowatt. Sie haben sich das zugetraut, haben dann eins gebaut mit einem neuen Kompressorsystem, als das ursprünglich von den USA gelieferte. Das Neue war sehr viel kleiner, es gab dann eine ganze Menge Diskussion mit dem US Engineering von Cray,
am Ende des Liedes war, dass zum einen dieses Aggregat installiert werden durfte, das Kühlsystem, und die Firma Bavaria Kältetechnik hatte dann von da weg für alle Cray-Installationen in Deutschland quasi pauschal den Auftrag, die Kälteanlagen zu liefern. Das war zufällig, damit sind die aber durchaus recht erfolgreich gewesen. Also die haben lustigerweise, wir haben das erfahren bei uns im Museum, wir hatten auch so Klimadingens da und haben dann geschaut, wir könnten uns das da mal anschließen, kamen auf diese Bavaria Kältetechnik, wir wussten das nicht, dass die zusammenhängen. Und dann kamen die da bei uns in den Keller und dann war der Chef da, gerade ganz große Augen, oh, ihr habt ja Grace, Mensch, und die haben wir angeschlossen, ja, und die haben wir auch. Und so haben wir dann quasi das erst gelernt, dass die da so mit Cray verbandelt waren lange Zeit, über viele Jahre, und dort die Klimaanlagen gebaut haben. Ja, nette Geschichte am Rande, wie es oft so ist. In die Maschine muss Strom rein, hat man schon, wegen dieser ECL-Technik. Und zwar in Summe ungefähr 4.500 Ampere bei minus 5 Volt. Das macht man dann mit Stromschienen, das sind mal so Fotos von, auch wieder aus München, von den Netzgeräten, die da unten drin sind. Man konnte, irgendwo steht es drauf, Input-Output, man konnte es nicht vernünftig lesen. Auf den oberen steht drauf 5,2 Volt 770 Ampere, also die oberen beiden. Und die man da unten noch sieht, da steht drauf 2,35 Volt 980 Ampere. Also, ja, ist jetzt Strom, ne? Man braucht dann entsprechend auch Stromschienen. 6,5 Quadratzentimeter Durchmesser, das ist dann alles so innen drin mit Aluminium und Kupfer. Nein, das sind keine Rohre, das sind tatsächlich Schienen, so massives Kupfer, das da gebogen ist da in dem Ding rauf. Und das ist dann die Rückseite von der Maschine, auch die aus München. Das ist der offene Teil, das ist C, da kann man, also ich komme nicht gescheit rein, andere vielleicht schon. Und hier hinten sieht man dann eben diese ganze Verkabelung, das ist so ganz ein wüstes Wirrwarr an einzelnen Drähten, die da drin liegen. Das ist immer Twisted Pair. Macht man deswegen, dass das Signal ausbalanciert ist und dass man damit eben die Last auf die Stromversorgung ausbalanciert hat. Und damit kann man im Netzteil weitgehend auf Regelung verzichten, bei immerhin 4.600 Ampere. Das ist eine ganz schön ordentliche Leistung. Normalerweise müsste man irgendwie so mit viel Regelungsaufwand da irgendwie was machen, dass man irgendwie halt nicht über die Stromstärke drüber steigt. Und hier ist es tatsächlich zu einem ganz, ganz großen Teil einfach nur dadurch, dass man die Verdrahtung geschickt gewählt hat, die Verdrahtungsart, die Käbelchen geschickt gewählt hat, kann man eben auf diese Regelung verzichten. Leitungslänge maximal knapp ein Meter. Bei der 7, 6, ein paar Jahre vorher waren es noch 4,5 Meter. Leitungslänge ist wichtig für die Signallaufzeit und damit auch für die Geschwindigkeit. Das heißt, je höher man die Maschine taktet, desto kürzer sind die Signallaufzeiten, die das Signal bei einem Takt zurücklegen kann. Und deswegen muss man auch, wenn man quasi höher taktet, muss man das Zeug enger zusammenbauen. Sonst funktioniert es nicht. Was war neu mit der Cray 1 in der ganzen Computerei? Bauen wir zum Guten Teil heute noch drauf. Also die CPU bekommt eine Vektoreinheit, das war für Cray neu, das war nicht in der Branche neu. Die Branche hatte schon ein paar, den Star 100, den Condorata entwickelt hatte, einen ILIAC, das war im Grunde so Handarbeit-Forschungsgeschichte, nichts Kommerzielles. Aber Vektorrechnung ist zu der Zeit nichts mehr Unbekanntes. Vektorrechnung braucht man im Grunde für alle ingenieursmäßigen oder wissenschaftlichen Probleme, so diese ganzen Gleichungssysteme lösen, hat man immer irgendwie, also Differentialgleichungssysteme lösen, da bist du immer sofort bei Vektorrechnung, weil du immer irgendwie Vektoren miteinander multiplizieren, addieren und so weiter musst. Trotz allem, es gibt nur wenige Applikationen mit Vektorrechnung, man braucht also noch eine Skalareinheit mit diesen ganzen normalen Multiplikation, Division, wo man so normale Zahlen sozusagen verarbeitet. Und Herausforderung ist, ich würde fast sagen, damals wie heute, die Kommunikation zwischen Skalar und Vektor. Heute wäre eine Vektoreinheit der Grafikkarte, der GPU, die man reinsteckt. Und auch da haben wir noch Schwierigkeiten mit dem Datenaustausch und mit der Kommunikation und Synchronisation zwischen CPU und GPU. Das hat andere Herausforderungen als zu der Zeit, aber man hat eben immer noch, auch heute noch Herausforderungen in dem Bereich. Das Vektordesign der Cray, da hat dann wieder ein Herr Cray gelernt aus dieser Star 100. Er war dann nicht dabei in der Entwicklung, aber natürlich kennt er die Leute und wusste, wo die so im Entwicklungsprozess stehen. Die haben ein relativ komplexes Vektormodell gehabt, dass man quasi verschiedene Vektor beliebiger Länge miteinander in Beziehung setzen konnte. Und das ist alles recht aufwendig in Mikrocode, in Elektronik umzusetzen. Deswegen haben wir gesagt, wir machen die Vektoren in fixer Länge und auch kürzer, als das die anderen machen. Und damit tun wir uns viel leichter im CPU entwickeln, aber trotz allem reicht es aus für die allermeisten Probleme, die man so hat und die gelöst werden wollen. Und das ist dann wieder hier
ein Zitat von Cray, wo er eben auch wieder sagt, so, lass die Pioniere mal vorne dran gehen, wir machen mehr so stabiles, ausgereiftes, abgehangenes Zeug. Das wird uns auf Dauer weiterbringen. Die Architektur der Maschine ist ein 64-Bit-System, verglichen zu den Vorgängern bei Contodata, das waren 60-Bit-Systeme. Das führt dann dazu, dass spätere Maschinen von Contodata, wir haben eine im Museum stehen, eine Cyber 69, die ist Baujahr 86 und die hat Dual State, das heißt, die kann man 64-Bit und 60-Bit fahren und zwar gleichzeitig. Also man kann ein Betriebssystem als 60-Bit booten und dann darauf so einen 64-Bit-Virtualisierungslayer noch legen und dann hat man quasi eine virtuelle Maschine, die 64-Bit läuft und das eigentliche System unten läuft auf 60-Bit. Funktioniert. Adressraum 64-Bit breit, damit kann man ungefähr 8 Megabyte adressieren. Es ist auch noch Parity mit dabei auf im Adressbus. Die Speicherbänke werden Interleaving angesprochen, also auch das hat man heute, dass man quasi nicht eine Bank und dann sequenziell die nächste anspricht, sondern die irgendwie vierfach, achtfach parallel und damit auch die Speicherbandbreite anders nutzen kann. Das System rechnet als Zweierkomplement für die digital. Ich glaube, ich kriege es jetzt aus dem Kopf nicht mehr hin, das zu erklären, was das genau war. Ich müsste ja auch nachlesen. Ich habe es mir irgendwann gelernt. Und das I.O. Sind vier Controller. Jeder Controller hat 6 Kanäle. Und die hängen, also ist bei den 6000, 7600ern, da gibt es immer noch Peripherieprozessoren, die, wo man sagt, die CPU soll rechnen. Und die ganze I.O., sich Lochkarten, Magnetbänder, Drucker, Bedienerkonsole machen alles irgendwelche Peripherieprozessoren, die wiederum am Hauptspeicher dranhängen und über Memory Mapping die Daten bekommen von der CPU. Das haben wir bei der Cray 1 aufgegeben. Es gibt die nicht mehr. Es gibt eben diese I/O-Controller und die kommen dann, die hängen alle am Speicher dran, am Hauptspeicher und jeder Controller kommt bei jedem vierten Zyklus einmal dran. Das heißt, alle vier Zyklen ist ein anderer Controller dran und so macht man dann den Datentransfer zwischen CPU über den Hauptspeicher an die I/O-Geräte, Festplatten, Bandlaufwerke, Drucker, die ganzen Sachen. Was haben wir noch drauf? Ja gut, das ist, man hat natürlich auch damals schon, also auf das I/O-Subsystem, da hat man dann natürlich entsprechende Kabellänge, da muss man ein bisschen aufpassen mit Fehlern und so weiter. Deswegen tut man also gut daran, Fehlerkontrolle draufzupacken. Und man hat dann auch Control-Bits, die halt dann sagen, so jetzt bitte schreiben, jetzt bitte lesen. Solche Sachen, so Steuerbits, die man halt braucht. Und damit kommt man dann auf ungefähr einen Datentransfer. Man kalkuliert hier immer in Wörtern, also ein Wort ist dann so 64-Bit-Brocken. Ein Wort pro 100 Nanosekunde oder 500 Wörter pro Sekunde würde man damit übertragen können. War zu der Zeit schon auch respektabel. Natürlich kostet sowas Geld. Um das zu entwickeln, also die Literatur sagt, gute $40.000 im Monat, 75, also das ist jetzt, sind wir irgendwie 40 Jahre weiter, sind die Preise ein bisschen woanders wahrscheinlich. Und im August 75, wir erinnern uns, los ging das Ganze 72, wir sind jetzt quasi so gute 3 Jahre drin in der Entwicklung, noch ist es irgendwie fertig und im August 75 stellt sich dann raus, das Geld, das wir haben, reicht noch für 45 Tage, das ist so ein guter Monat. 1,5 Monate circa. Der Zufall will es, dass ein Herr John Rollwagen auftaucht, den dann Cray anstellt als neuen Finanzchef, weil sie, das sind Ingenieure, die brauchen auch jemanden, der so ein bisschen mit Zahlen umgehen kann. Der ist recht jung, ist allerdings interessanterweise zum einen Elektroingenieur und hat dann aber noch ein MBA, also Betriebswirt im Grunde, gemacht. Kennt also beide Welten und war auch schon als ganz junger im Vertrieb von Contodata. Das heißt, er kennt also auch so diese Großrechnerwelt so ein bisschen. Ist also kein unbelegtes Blatt sozusagen in der Szene. Und dessen Auftrag ist, er soll Kapital beschaffen für die Weiterentwicklung. Er schaut sich dann die Unterlagen durch, die es bei Cray so gibt, die Finanzunterlagen, findet dann ein paar Möglichkeiten, eben hier in Bonds noch was rauszugeben. Und kann damit den Kreditrahmen aufstocken bei den Banken. Das findet ein Herr Cray gar nicht so lustig, weil der eigentlich keine Schulden haben will.
und schlägt vor, stattdessen, lass uns doch Aktien machen, sie will Kontoldate. Das haben wir damals ja irgendwie aus dem Kofferraum rausverkauft, an unsere Freunde, Bekannten und sonst was. Mittlerweile ist die Branche ein bisschen weiter. Es muss doch noch ein zweites Mal möglich sein, dass man auch über Aktien Geld bekommt. Das probieren sie dann auch. Allerdings ist es immer noch ein bisschen schwierig. Ne? Kein Mensch kennt richtig diesen High-Technology- oder Supercomputing-Markt. Das ist natürlich, wenn man Aktienkapital haben will, dann muss man jemanden finden, der in einen glaubt, der vielleicht auch die Branche versteht, der das einschätzen kann. War damals nicht ganz so einfach. Allerdings, ein Herr Gray sieht es durchaus als ausreichende Lücke. Dazu passt oder kann man rein argumentieren, dass ungefähr zur gleichen Zeit viele große Firmen, IBM zieht sich aus dem Supercomputing ein bisschen zurück aus der Zeit, die sagen, das ist nicht wirklich wirtschaftlich. Ein Kontoldata macht eben auch wieder mehr und mehr Services, die haben dieses Chip-Labor mittlerweile abgeschlossen, die haben diese 8.6 nicht weiterentwickelt, also die machen auch mehr so in Business-Computing, nicht mehr in dem High-End-Computing und eben noch ein paar so andere große Player zu der Zeit, die so mehr und mehr sich zurückziehen. Und das ist für Cray natürlich ein Argument zu sagen, so, naja gut, wenn die alle weggehen, trotzdem ist ein zumindest kleiner Bedarf da und wir füllen diesen Bedarf. Also gebt uns Geld, damit wir den füllen können. Das Engineering zeitgleich ist optimistisch, die sind so in der Entwicklung weit fortgeschritten. Die sagen so, wir können 80 Gigaflops bei Vektoroperationen kriegen wir hin. Wenn es fertig ist, kriegen wir sogar noch ein bisschen mehr. Und wir sind eben auch hier in unserem Labor so ein bisschen weg vom Schuss, da kann uns keiner wirklich kontrollieren. Wir kommen entsprechend vorwärts, keiner kann uns in die Karten schauen und auch das kann man als Argument verkaufen. Und tatsächlich geht dann ein Mr. Rollwagen, der Finanzchef, nach New York, um mit Investmentbankern zu sprechen. Er hat im Portfolio das Genie Seymour Cray, das damals schon zumindest in der Branche als Genie galt, weil er eben bei Contodata schon einen ganzen Haufen tolle Sachen gemacht hat. Er argumentiert mit dieser Lücke in dem High-End-Markt, wo eben die anderen sich mehr und mehr zurückziehen. Und tatsächlich überzeugt es, sie finden Investoren und haben dann eben auch entsprechend Geld. 10 Millionen US-Dollar, hier ungefähr ein Jahr später, gehen wir wieder zurück, ungefähr ein Jahr später, nachdem das Geld quasi ausging. Dann kann man Schulden bezahlen, wieder neue Leute einstellen und so ist man dann auch zuversichtlich, die Entwicklung abzuschließen von der Cray 1. Und wie das so ist, irgendwann ist das Ding fertig und dann muss es verkauft werden. Also braucht man Verkaufsleute. Und man hat dann auch wieder dieses Finanzgenie-Rollwagen, der dann plötzlich vom Finanzchef zum Vice President Sales mutiert. Er kennt eben das Supercomputing-Business von Contodata von früher. Und er weiß, dass diese Regierungslabore gern Statussymbole haben. Die schmücken sich gerne mit teuren, großen, schönen Rechnern. Und je teurer sozusagen, desto höher auch gewissermaßen das Ansehen des Instituts. Also buhlen die alle drum, um entsprechende Gelder, um solche Dinge einkaufen zu können. Und das führt dann dazu, dass dieser Rollwagen Los Alamos und Lawrence Livermore gegeneinander ausspielt, weil er sagt so, wir haben eine Serie Nummer 1, einer von euch beiden kann sie haben, macht was. Und dann laufen die los und beide hängen am Department of Energy in den USA, also am Energieministerium. Und das kann aber nur eine oder will nur eine davon bezahlen und dann stechen sich die Labore selber schon untereinander aus, so wir brauchen, aber wir haben die wichtigere Forschung, bla bla bla. So. Cray ist nicht wirklich glücklich damit, weil das zieht sich in die Länge. Ne? Irgendwie das eine sagt, ich will, dann sagt das andere, ich will und Cray will eigentlich das Ding verkaufen, mal irgendwann, irgendwohin. Und keiner von den beiden kann sich dazu entscheiden, was zu kaufen. Sie lösen es dann so damit, dass sie einfach auf Los Alamos das Ding installieren, Serie Nummer 1, und sagen, schaut es euch mal an, spielt damit rum und wenn es euch gefällt, behaltet es und wenn es nicht gefällt, dann gebt es wieder zurück. Und damit ist der Streit beendet, weil die haben quasi eine dastehen, Fakten geschaffen, man muss immer rumdiskutieren und das Kalkül, Cray als Firma meint dann eben, wenn die erste mal installiert ist, dann kommen die nächsten schon nach. Geht auch genauso auf. Los Alamos spielt dann in der Tat tatsächlich rum mit dem Zeug, testet, veröffentlicht dann auch entsprechende Berichte. Das Ding ist fünfmal schneller, als was sie dastehen haben. Und das führt dann auch dazu, erstens behalten sie es, also die machen dann, am Schluss dann machen sie Leasing mit der Maschine. Das heißt, die Maschine ist verkauft, die Serie Nummer 1. Und der Erste, der dann wirklich was bezahlt dafür von sich aus, das ist Atmospheric Research Center in den USA. Die kaufen die Serie Nummer 3. Für knapp 9 Millionen US-Dollar,
Wobei, ja, 8 Millionen der Rechner, das ist so typischer Preis. Also Cray 1 hat immer so zwischen 5 und 8 Millionen US-Dollar, je nach Konfiguration und Größe. Und 1 Million noch für die Festplatten dabei, die man dazu braucht. Und die ist relativ lang gelaufen. Also wenn man denkt, wir sind jetzt hier so ungefähr 76, 77 rum und die war in Betrieb bis 89. Also die hat sich bestimmt rentiert. Wie geplant war tatsächlich so die Geschichte, wenn erstmal eine irgendwo installiert ist, dann wird es auch mehr geben, die das Ding kaufen wollen. Gibt da eine ganze Reihe. In Europa waren die ersten in Großbritannien, die Wetterfrösche dort. Aber eben alles, das ist im Grunde alles Forschungseinrichtungen. In Deutschland war, meine ich, die Max-Planck-Maschine die erste, in Garching. Da habe ich jetzt gleich noch ein paar. Die haben ausgiebige Benchmarks gefahren, die kann man hier auch als PDF runterladen. Ich habe da mal ein paar Screenshots raus. Ach so, hier ist noch interessant, hier sind Notizen stehen. Wo steht es denn hier? Contodata wirft an der Stelle Cray eben unfaire Angebotspraktiken vor. Das heißt so, ihr habt irgendwie falsch gespielt und falsche Versprechungen gemacht. Das ist genau das Gleiche, was Contodata ein paar Jahre vorher IBM vorgeworfen hat und dann den Gerichtsprozess angezettelt hat. Und genauso wie damals Contodata sehr viel kleiner war als IBM, ist zu dem Zeitpunkt Cray ungefähr ein Zwanzigstel von Contodata. Und trotzdem merkt jetzt Contodata, oh, da passiert irgendwas, die nehmen uns Geschäft weg, wir müssen damit intervenieren. Kommt aber zu keinem Gerichtsverfahren. Das ist einfach nur der Vorwurf, der so im Raum steht. So, jetzt ein bisschen das Dokument von dem IPP, von dem Max-Planck-Institut. Die haben Systeme drin, ich habe es nachher noch drauf, welche, ich kann es mir im Kopf nicht merken. Das sind ein paar Programme, die eben drauf laufen haben und die versuchen dann in so einem Proof of Concept diese Programme zu portieren. Wie hoch ist der Portierungsaufwand auf die neue Plattform und wie viel mal schneller ist die neue Plattform als das, was sie haben. Und da gibt es dann eben solche Tabellen. Das ist eine IBM 3691, die sie haben. Das ist eine Amdahl-Maschine und eben die Cray 1. Und dann sieht man halt zum Beispiel hier, ne, die Kompilation von irgendeinem Programm ist halt hier irgendwie 17 oder sogar 27 Sekunden und auf der Cray ist es nicht mal eine Sekunde, was das Ding im Kompilieren braucht. Ja, da unten nochmal genauso. Also, es sind jetzt ein paar so Tabellen, es ist hier die Beziehung von einer Cray 1 in der Performance zu der IBM oder von der Cray 1 zu der Amdahl-Maschine. Und da sieht man dann schon, da ist dann immer so ein Faktor 5 bis 10, sogar fast bis 20, wo die Cray-Maschine schneller ist. Und das zum Teil noch schneller, das ist jetzt Fortran-Benchmark. Und das führt dann dazu, dass das Max-Planck-Institut eben sagt, so, das ist eine ganz tolle Maschine und die Portierung vom Code war ein Klacks, war irgendwie total einfach. Wir wollen das Ding auf jeden Fall haben und bekommen dann eben auch eine installiert in München. Ich will das nicht alles vorlesen, wie gesagt, das kann man sich, PDF ist online, da sind die Links drin und dann kann man sich, wer das will, selber raussuchen. Von der Cray 1 gab es verschiedene Modelle. Das erste, das rauskam, die 1A, das ist eben genau die, wo ich jetzt die Entwicklung ein bisschen abgerissen habe. 5,5 Tonnen Gewicht, das ist mal eins, das ist im Deutschen Museum, so schaut das Ding jetzt aus. Wie man hier sieht, mit dieser Sitzbank außenrum, da kann man sich wirklich draufsetzen. Die war auch so konzipiert, dass man sich draufsetzen kann. Man konnte sich die in verschiedenen Farben bestellen. Das war dann so, das gab es auch später noch bei Cray, die sagen so, die Maschine ist so teuer, da kann dann auch der Kunde sagen, wie er es haben will. Und es gibt gerüchteweise in irgendeinem Rechenzentrum in Texas, gab es eine mit Kuhfell bezogen. Ich habe nie ein Foto davon gesehen, ich weiß nicht, ob es wirklich stimmt, aber Gerüchte sagen, dass es so gewesen wäre. Später gab es dann noch eine 1S. Die 1S, die hatte im Wesentlichen im Grunde mehr Hauptspeicher und war ein bisschen schneller im Speicherzugriff. Und später gab es dann noch eine 1M, die dann auch noch so ein bisschen Weiterentwicklung war. Man hat einfach dann im Laufe der Zeit wurden die Bauteile schneller, die Herstellungsverfahren stabiler und solche Sachen. So, Software dazu. Ich bin letztes Mal gefragt worden, letztes Jahr bei der Contodata-Maschine, was da Software drauf gelaufen ist. Ich konnte es wirklich beantworten. Hier kann ich es ein bisschen besser beantworten. Von Cray selbst gab es ein Cray Operating System. Es gab einen Assembler und ein Fortran. Es war aber damals durchaus nicht unüblich,
dass Institute eigene Betriebssysteme geschrieben haben für ihre Großrechner. Die Anwendungen, die drauf laufen, sind zumindest in der Forschung meistens, ist auch heute noch gerne so, zum guten Teil selbst geschrieben. Es gibt sicherlich Programmierframeworks, aber die eigentliche Anwendung schreibt man sich da meistens noch selber, weil es irgendwie ganz spezifische Probleme zu lösen gibt. Und Lawrence Livermore hat dann eben ihr eigenes Betriebssystem. Die Atmosphärenforscher haben ihr eigenes Betriebssystem. Die NSA natürlich hat auch solche Maschinen gekauft, die hat auch ein eigenes Betriebssystem. Von der NSA gab es dann auch einen Pascal und einen C-Compiler für die Systeme, die, soweit ich weiß, auch öffentlich benutzbar waren, zugänglich waren. Und es gibt eine Initiative, da habe ich später noch die Links drin, von Leuten, die so Cray 1 versuchen, in FPGA nachzubauen. Die waren lange auf der Suche nach einem Cray OS-Betriebssystem und haben tatsächlich eins gefunden. Das kann man sich runterladen. Ich habe das bei mir hier auch rumliegen. Luftige 64 Megabyte groß. Für heutige Begriffe ist es irgendwie sehr wenig. Damals war es sicherlich auch ein ganz schöner Brocken. Also ist wieder aufgefunden worden. Ich habe das nie angeschaut mir, aber es gibt tatsächlich Initiativen, die halt versuchen, damit zu arbeiten. Was passiert als nächstes? Nicht mehr hier im Vortrag, ich komme langsam zum Ende. Cray selbst konzentriert sich, oder die Firma Cray konzentriert sich auf die Cray 2. Sie will einen neuen Präsidenten haben. Cray selbst war bis dahin Präsident, der will aber eigentlich nicht. Der ist halt Ingenieur, der will weiterentwickeln, aber nicht keine Repräsentationspflichten übernehmen und solche Sachen. Und man kann dann eben diesen John Rollwagen dazu überreden. Aufsichtsrat ist eher skeptisch, weil er doch noch recht jung ist als Präsident. Und interessanterweise nimmt dann ein Rollwagen eben für maximal 10 Jahre an. Da liegt der großen Wert drauf. Er sagt, natürlich will ich Präsident werden. Ich habe dafür studiert. Ich war in Harvard. Aber er bemerkt eben auch, dass Firmen dazu tendieren, irgendwann nicht mehr so gut zu laufen, wenn der Präsident zu lange an der Macht ist. Und deswegen sagt er so, 10 Jahre machen wir und danach, spätestens dann bin ich weg. Und wenn ich einen Fehler mache, schmeißt mich vorher raus, bitte. Das ist so von ihm aus, kommt es schon. Und dazu im Vergleich, ein Bill Norris, der CEO, Gründer und CEO von Contodata, der war fast 30 Jahre im Amt. Und davon sicher auch ein Teil erfolgreich, aber eben am Schluss dann auch nicht mehr so wirklich. So, Cray Research. Zur Gründung war der Plan, im Jahr 2 Systeme zu verkaufen. Mit Rollwagen, sie haben dann verkauft 4 Systeme und mit Rollwagen als Präsident, so ab 76, kommt man steigern auf 8 Systeme pro Jahr. Und das ist schon mal, wenn man sagt, 2 waren geplant, 8 verkaufen wir jetzt, das ist ein ganz schöner Produktivitätssprung. Sie können sich ein neues Engineering-Building leisten, natürlich schöner, größer, schneller. Die Fertigungslagen aufbauen. Damals dauert, wenn du eine Cray 1 bestellt hast, dann hast du Lieferzeit von einem Jahr, weil erstmal muss man ein halbes Jahr montieren. Das ist im Grunde Handarbeit zum großen Teil. Und dann ist ein halbes Jahr Checkout. Checkout heißt, das System steht beim Hersteller im Labor und wird geprüft mit Testroutinen. Und wenn dann irgendwie Fehler sind, dann werden halt irgendwie Drähtchen nachgezogen, Lötstellen Platinen ausgetauscht. Das ist halt, war halt damals so. Ne? Das ist so ein großes Investitionsgut. Das ist auch schon bei Contodata, bei den Maschinen, war das genauso. Und auch ungefähr der gleiche Zeitraum, so ein halbes Jahr, wo man dann mit 1 bis 3 Engineers außenrum mit dem weißen Kittel, Oszilloskop und dann da irgendwie alle Messpunkte nachmessen, Funktionen nachmessen, ob sich das so verhält, wie sich es verhalten soll. Schlussendlich verkauft Cray ungefähr 80 Systeme von über alle Modelle, über den ganzen Zeitraum. Und eben, ich habe schon erzählt, zwischen 5 und 8 Millionen US-Dollar, so Mitte, Ende der 70er. Das war Cray. Nach der Cray 1 geht es bei Cray selbst weiter. Das wäre dann wahrscheinlich Themen für meine nächsten Vorträge. Zum einen baut ein anderes Team, nicht mit Seymour Cray, eine XMP. Die Entwicklung geht jetzt auch schon, müsste schon losgegangen sein, so Ende der 76, 77 rum. Das ist ein Multiprozessorsystem, das man da vorhatte, nachdem Cray 1 ja noch ein Single-Prozessor war. Cray selbst wird die Cray 2 entwickeln, die fast 2 Gigaflops Spitzenleistung haben soll. Und nochmal quasi als Nachfolger zur XMP ist dann die YMP. Und die YMP, finde ich, war eine sehr erfolgreiche Maschine. Da gibt's dann, haben wir im Museum stehen in München, eine YMP IL. IL für Entry Level, das ist so ungefähr so ein Würfel mit 4 CPUs. Die war vergleichsweise billig und die war binär kompatibel zu eben dieser großen YMP. Das ist auch wieder so Säulendinger, riesig teuer. Und binär kompatibel, das heißt, und trotzdem sehr, sehr günstig. Das heißt, viele Forschungsinstitute haben sich diese YMP IL gekauft zum Entwickeln. Code entwickeln und wenn der Code darauf lief, die war ja binär kompatibel, dann konnte man den nehmen und zum Landesrechenzentrum gehen, hier zum LRZ in München zum Beispiel oder HLS in Stuttgart und dann dort laufen lassen, aber man wusste, dass der Code schon debugged ist,
Weil Rechner sind auf den großen Dingen sind entsprechend teuer. Und da will man dann nicht irgendwie Abstürze haben, der möglicherweise die Maschine irgendwie 3 Stunden lahmlegt, sondern das muss halt irgendwie vorher ausgetestet werden. Und deswegen YMPEL war ganz, ganz weit verbreitet und dann eben auch hinten dran diese YMP. So, unten steht noch dran, hier um diese Gigaflops einzuordnen. Also wir sind hier beim knappen Gigaflop, 82, und 3 Jahre später bei ungefähr 2. Und ein Smartphone 2013, also vor 4 Jahren, hat ungefähr 1 Gigaflop an, also der Prozessor an Rechenleistung. Allerdings sicher nicht die Speicherbandbreite von so einer XMP. Also wage ich zu bezweifeln, dass es ein Smartphone hinkriegt. So, und damit bin ich mit dem Inhaltlichen erstmal durch. Ich will noch ein paar Sachen zum Weiterlesen mitgeben. Es gibt dieses eine Cray-Buch, das Superman. Das ist auch, was sich hier so bei einem Vortrag so ein bisschen durchzieht. Ich nehme noch so Quellen außenrum mit bei. Die anderen 3 Bücher behandeln im Wesentlichen Control Data. Die waren schon sehr früh, haben die schon einen ganzen Haufen so Sozialaktivitäten für Mitarbeiter, für Angehörige und so Kram. Das ist in diesem HR Pioneers beschrieben. Da war also ein sehr, sehr gern genommener Arbeitgeber in den USA auch. Das geht darum, um die Region um Minnesota, wo diese Firmen alle herkommen. Und ganz hinten, William Norris, das ist eben dieser CEO von Control Data, der dann seine Biografie da geschrieben hat. Wer es mehr mit Cray 1 hat, gibt es eine ganze Reihe Dokumentation bei BitSafers. Danke an die Arbeit von den Leuten. Gibt es auch einen Spiegel in Stuttgart, steht da oben drauf. Zum Nachlesen eine ganze Menge. Das ist immer ganz gut. Oral History, gibt es ein großes Archiv. Les Davis ist einer von den Cray-Entwicklern. Das ist dann auch der später die XMP angefangen hat zu entwickeln. Der war anfangs im Cray-Team und ist dann aus dem Cray-Team raus in die XMP-Richtung marschiert. Das ist nochmal dieser Link auf diese Max-Planck-Dokumentation oder das Dokument. Und hier kommt dieses Cray-Image her. Und das ist jemand, der einen Cray-Simulator baut. Der hat quasi auch diese BitSafer-Handbücher-Beschreibungen plus noch ein bisschen mehr und hat dann daraus angefangen, einen Cray-1-Simulator zu bauen. Gibt doch was, wer lieber liest als schaut. Gordon Bell ist jemand, der lange, lange Zeit die Supercomputing-Szene begleitet. Der ist bei Microsoft irgendwie so Distinguished Engineer. Und von dem gibt es einen schönen Talk, eine Präsentation, wo er mal so die Entstehung des Supercomputing umreißt, was quasi dann so der Beitrag von Data und Cray war und wo es dann eben jetzt hingeht mit diesem ganzen Myrinet-Cluster, was dann dazwischen noch kam und jetzt dieses ganze Linux-Cluster-Zeug, was ich relativ langweilig finde, aber gut. Mitte der 90er ungefähr. Ja, wer lieber schaut als liest, es gibt 2 Vorträge von Cray selbst auf YouTube. Obwohl es bei dem dabei steht, dass es der einzige wäre, das ist falsch, es gibt noch einen zweiten. In dem wird man sehr viel wiederfinden, was ich jetzt erzählt habe zu Control Data und zu Cray 1. Das ist eine Dokumentation, die wurde, ich weiß gar nicht, aus welchem Grund, irgendwie so ein Jubiläum von Cray oder sowas gedreht. Das ist recht schön, weil da sprechen ein Haufen Zeitzeugen in der Dokumentation. Die ist recht nett zu schauen, wie das halt so im Labor war, in der Herstellung war. Da sind Leute dabei, die dann hier diese Verkabelung gefädelt haben und solche Sachen. Und Computer History Museum hat eine schöne Dokumentation zum 30. Jubiläum. Die ist auch schon ein bisschen älter. Das ist schon ein paar Jahre her. Und damit bin ich durch. Fragen haben wir jetzt fast keine Zeit, aber ich bin heute und morgen noch da und an der Jacke erkennbar. Wenn er Fragen hat. Danke.